Hier gibt es wieder so viel Loot, ey. Mit der Technik geht das am besten zu looten. Meine Frau wieder auszulesen. Arbeitsnotiz. Genossen, ich lade alle interessierten Personen ein, eine Petition zu unterschreiben, den Namen unseres wissenschaftlichen Zentrums Weser in Popov zu ändern. Jeder weiß, dass unsere Funkantennen dank Genosse Sechenov bis in die eisige Luft des tiefen Weltraums senden können. Doch es ist Genosse Popov zu verdanken, dass diese Antennen überhaupt existieren. Der Weltraum ist fantastisch, gewiss. Doch was, wenn es dort oben überhaupt nichts gibt? Schließt euch mir an, Genossen. Das wäre ganz schön eine Platzverschwendung. Jo. Geheimbotschaft. Genosse Pestov, Glückwunsch zur Beförderung zum Junior-Forschungsassistenten. Zum Senior-Forschungsassistenten in der Geheimabteilung des Sechenov-Zentrums. Du wirst Signale aus dem tiefen Weltraum überwachen und versuchen herauszufinden, welche davon eventuell zur Entdeckung nicht-terrestrischer Zivilisationen führen könnten. Es gibt streng geheime Informationen, die den Schluss nahelegen, dass wir weiter danach suchen sollten. Ich setze große Hoffnungen in dich. Die Versetzung trifft unverzüglich in Kraft. Wir haben einen großen Sprung gemacht von Junior zu Senior. Boah. Arbeit mit weißem Rauschen. Ich habe sie gefunden, Jewgeni. Ich habe sie gefunden. Hör dir das an. Heureka, das ist eine echte Nachricht. Wer? Er. Wir haben es geschafft, Sergej. Wir haben es geschafft, Sergej. Hör dir das an. Lass dir Zeit, nichts überstürzen. Welches ist da drin? Nein, du bist noch nicht bereit, Liebchen. Interessant, nicht wahr? Wir warten noch ein Weilchen. Hat mein LKW da rückwärts gefahren ist. Definitiv. Daten gelöscht. Du bist gefeuert! Leck mich doch am Arsch, Pestov! Du beobachtest seit 3 Jahren Funkwellen aus dem All und wartest auf Außerirdische? Das war eine verdammte Mikrowelle! Ich hoffe, du wirst von einem Meteoriten erschlagen, du beschissenes Arschloch! Ich habe die Schnauze gestrichen voll von dir! Also die Stimme, die angepisste Stimme, so stand's ja gerade unten. Finde ich geil. Hier wollen wir mal kurz gucken auf der Map. Wohnst du wieder nicht? Ah, da sind wir. So kann man gar nicht sehen. Wie ist das Testgelände? Komm ich in das Testgelände rein?
Meistens irgendwie immer so ein Zugang, den wir freischalten müssen. Verrät uns jetzt aber auch nicht so. Okay, ist das Gelände. Ach, so viel ist es ja nicht. Erklärung. Ich, Isaac Schnipperson, habe am 23. Mai zwischen 23.04 Uhr und 23.56 Uhr Ortszeit eigenmächtig und ohne Genehmigung meine berufliche Stellung und meine berufliche Ausrüstung missbraucht, um das Kollektivsystem eines Mehrzwecksatelliten in Besitz der Vereinigten Staaten von Amerika zu kapern. Während ich den besagten Satelliten kontrollieren konnte, habe ich seine Flugbahn abgeändert. Dadurch wurde auf den Bildschirm des Zentrums, welche die Flugbahn des Satelliten zeigen, ein anstößiger und obszöner Text dargestellt. Ich werde diesen Text nicht wiederholen. Schade. Im Zuge der darauf folgenden Untersuchung habe ich meinen Fehler und meine Schuld eingestanden. Ich bestätige hiermit, dass mir nun bewusst ist, dass politische Konflikte und ideologischer Dissens zwischen Nationen nicht als Rechtfertigung für solch unprofessionelles Verhalten dienen können, und ich bereue es zutiefst, meinen Kollegen in Amerika Unbehagen bereitet zu haben. Ich entschuldige mich für meine Taten, gestehe mein Fehlverhalten ein und akzeptiere die disziplinarischen Maßnahmen. Okay. Geheimbotschaft. Genosse Schnipperson, danke für deine Nachricht über deine monumentale Entdeckung der potenziell funklosen Übertragung eines Signals über die Vibrationsstruktur des Polymers. Bitte lies die folgende Nachricht langsam und sorgfältig durch. Du bist gefeuert. Ja. Es besteht im Moment kein Bedarf, die Möglichkeit der Signalübertragung zwischen Polymerstrukturen weiter zu erforschen. Auch besteht kein Bedarf, deine Meinung oder deine Theorien zu diesem Thema zu veröffentlichen. Und ganz unverblümt, um es ganz unverblümt zu sagen, es ist dir untersagt, deine Entdeckung zu erforschen, zu nutzen oder mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Ich habe angesichts deiner genialen Beobachtung und deiner Hingabe zur Wissenschaft jedoch beantragt, dass du nächsten Monat befördert und in mein persönliches Forschungslabor versetzt wirst. Mit freundlichen Grüßen, D.S. Sehr, sehr interessant. Wo ist der Eingang zum Dings? War so gleich, hat sofort wieder angegriffen. Aber draußen ist es, kann es nicht sein, das hier, wo ich gerade drinnen bin. So das Testgelände sein. Petrov ist irgendwo hier in der Nähe, Genosse Major. Nicht so laut.
Schmeckt der Keks? Wen haben wir denn da? Du hast ihn getötet. Das ist genug, Victor. So viel Tod. Ich habe ihn K.O. geschlagen. Er ist nur bewusstlos. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob Seedler im Gemüt die Pfeil und Schleuder des wütenden Geschicks erdulden oder durch Widerstand sie enden. Nein, das ist alles falsch, falsch. Ich bin anderer Meinung. Tut mir leid, Larissa, aber ich verstehe das nicht. Er hat alles ruiniert und du... Ich bin Ärztin. Heute sind genug Leute gestorben. Leute, Larissa! Er ist ein Tier, ein Kampfhund! Wenn Sachinov es befiehlt, geht er jedem an die Kehle! Victor, er ist gefesselt. Er bekommt eine Behandlung und dann gehen wir. Aber wohin? Niemand holt uns. Und dieser Idiot hat unseren Fluchtplan vereitelt. Ich weiß. Uns fällt schon was ein. Das bezweifle ich. Lass mich einfach gehen und ich verspreche, ich mache es kurz und schmerzlos. Sachinovs Hund kann also reden. Kaum ist er wieder bei Bewusstsein, droht er uns auch schon. Ja, ich drohe dir. Wie viele Menschen haben deine Roboter ohne Vorwarnung abgeschlachtet? Ha, Petrov? 2000? Das 3000? Das war nicht Victors Schuld. Ah. Es war eine lokale Störung. Eine lokale Störung? Und warum hat dein Liebster dann nicht einen einzigen Kratzer, ha? Wovon redest du? Ist das nicht klar? Erst war Vilov, dann das WDNH. Die Roboter greifen jeden an, außer euch beide. Wie kann das sein, wenn ihr sie nicht kontrolliert? Victor? Du hast gesagt, du hast nichts damit zu tun. Und du hast ihm geglaubt? Welchen Scheiß hat dieser Typ dir denn noch erzählt? Oh Mann. Victor! Ich hatte keine Wahl. Eine einfache Störung hätte nichts geändert. Warum du? Warum ich? Du selbst hast gesagt, die Welt könnte untergehen. Nein, fass mich nicht an. Du hast dir also wirklich nichts gesagt. Großer Fehler. Hey, was soll das? Larissa, warte! Larissa! Nichts kann dich mehr retten, Arschloch. Okay. Ach, mein kleiner Helfer. Den will ich auch haben. P3, Angela May. Petrov ist entkommen. Schon wieder. Du genießt es anscheinend, den Mann zu jagen, Nechayev. Petrov darf den Start von Kollektiv nicht hintertreiben. Finde den Verbrecher sofort. Ich hab ja sonst nichts Besseres gemacht. Du hast den Zauberer erzürnt. Mir leider so nicht angezeigt, ne? In die Richtung, die ich ja muss. Wir müssen vorher hier schon runter. Ich nicht das Gefühl habe, das war so schnell jetzt hier. Genosse Major. Ach was, geh mir nicht auf den Sack, okay? Ach Mann.
Ether. Huh. Genug ausgeruht. Nein, das ist ein Speicherpunkt. Das. Aha. Servus. Tschüss. Oh, sein Mann kommt neben hier rein. Kommst du wohl zurück, du kleiner Hosenscheißer. Das ist so unfair. Findest du witzig, wa? Der lernt's irgendwie nicht. So, gucken wir mal kurz rein wegen Verbesserung. Ermöglicht, Roboter zu betäuben. Ja, das war mit diesem komischen Betäuben. Mit den Schalen mit jedem Treffer, genau, das fand ich nämlich besser. Ich musste hier mal so ein kleines bisschen pushen. Ah, mir fehlen Teile. Hier in der Zwischenzeit. Nein. Gut, 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 gut. Speichere Daten. Da konnte er die Pause nicht genießen? Ach. Ja. Irgendwo muss doch. Ich vermute, dass es das Teil ist. Ja, dann brauchen wir doch wieder dieses andere, um das freizuschalten. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Servus, Eglaser. Auf den Zunder. Das war der komischste Absturz, den ich je gesehen habe. Das war ein kontrollierter Absturz. Achso. Ich wundere, dass das Ding hier noch nicht losgelegt hat zum Reparieren. Das brauche ich, um das hier aufzumachen. Aber wo ist dann Kontrollinterface dafür? Ach, geh mir mit deinem verkackten Laser weg. Das ist so. Bitte nicht mal mit Laser. Auch wieder ein kontrollierter Absturz, ja. Nein. Die Blechdosen hier. Da haben wir noch nicht mal den Blut rausgeholt. Und ich glaube, ich weiß, wo es ist. Da oben. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Und davon, wenn man so gut bald ist. Okay.
so aus, als ob hier einer drin wäre. Da hätte ich beinahe so einen wichtigen Loot-Faktor hier übersehen, ne? Und was zum Lesen für meine Frau. Mann, oh Mann, oh Mann. Genau, Schatz. Ging schon mal schon. Seit wann können die denn auch lasern? So. Sollte F drücken. Entwurf. Anfrage zur Hütte. Genosse Setschenow, ich habe Notorf bereits gefragt, aber er sagte, ich soll mit dir reden. Er sagt, es sei deine Entscheidung. Es geht um Genossen Muravjoja. Die Interferenzen, die ihre Hütte erzeugt, übersteigen selbst die der stärksten Station. Falls es sich um eine geheime Einrichtung handelt, die als ärmliche Hütte getarnt ist, sag es mir bitte, damit ich das entsprechend vermerken kann. Falls sie alleine handelt, rate ich dringend dazu, ihr das Handwerk zu legen, denn die Interferenzen machen die Übertragung vollkommen unmöglich. Daten gelöscht. 7, 4, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 2, 6, 4, 3, 7. Überwachungsbericht, Schichtprotokoll, W. Sommer, Leiter sichere Kommunikation. 5.51 Uhr, Schicht... Nee, 4.51 Uhr. Entschuldigung, 4.51 Uhr. Schicht auf Bitten der Geschäftsführung 9 Minuten zu früh begonnen. 6.43 Uhr, Signal, verschlüsselt amerikanische Radarübertragung, blockiert. 7.21 Uhr, Signal unverschlüsselt. Chinesische Amateurfunker, die ihre Reichweite überprüfen. Ignoriert. 7.53 Uhr, Signal unverschlüsselt. Nummerierte Wetterstation, möglicherweise eine Chiffre. Ignoriert. 10.44 Uhr, Signal verschlüsselt. Unbekannter Ursprung, vermutlich Militärübungen von Agentum. Identifikation nicht möglich. 11.23 Uhr, Signal suchend, chinesische Niederfrequenztestsignale, blockiert. 12 Uhr, Signal unbekannt, Ursprung Knoten und Falke, Inhalt unleserlicher Satz, verschlüsselte... Blablabla. Klar.